Wer sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, ist laut aktuellem Wissen kurz vor und direkt bei Symptombeginn am ansteckendsten. Um die Pandemie weiterhin unter Kontrolle zu halten, reicht es also nicht, nur positiv getestete Personen in Quarantäne zu schicken. Denn sie haben möglicherweise in den Tagen vor dem Test bereits andere Personen angesteckt. Diese müssen informiert werden, damit auch sie sich in Quarantäne begeben und die laufende Infektionskette unterbrechen können. Und genau dabei hilft die App. Die deutsche Tracing-App ist dabei anders als die Tracking-App aus Israel oder China. Während Tracking bedeutet, dass Aufenthaltsorte und Bewegungsprofile gespeichert werden, dient die deutsche Tracing-App der Rückverfolgung. Ein Smartphone, auf dem die App installiert ist, scannt in Abständen von wenigen Minuten per Bluetooth seine Umgebung und registriert alle anderen Handys mit der App, die ihm für 15 Minuten näher als 2 Meter kommen. Dabei wertet die App keine Geoinformationen aus und speichert keine personenbezogenen Daten. Wer positiv auf Covid-19 getestet wird, erhält einen Verifikationscode vom Gesundheitsamt und kann in der App eine anonymisierte Nachricht an die Kontaktpersonen der vergangenen Tage schicken. Sie werden dann per Nachricht aufgefordert, sich testen zu lassen. Laut einer Studie der Uni Oxford kann die Corona-Epidemie gestoppt werden, wenn 60% der Bevölkerung eine solche App verwenden. Aber auch bei einer niedrigeren Nutzungsrate erwarten die Wissenschaftler durchaus positive Effekte. Allerdings hat die Technik auch Probleme. Smartphones erkennen nicht, wenn sich zwischen zwei Nutzern eine Glasscheibe oder andere menschliche Körper befinden. Die Entwickler verweisen deshalb darauf, dass die App nur einen begrenzten Beitrag zur Normalisierung liefern kann. Wer sich und andere vor einer Infektion schützen will, sollte auch mit der App Abstand halten und Maske tragen.